Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Agrarian Skies. Wir kämpfen immer noch mit dem Dreck, denn wir brauchen jetzt mal langsam ein bisschen eine andere Möglichkeit, an Cobblestone zu kommen als über Erde. Das ist nämlich nicht so sonderlich effizient. Dafür werden wir gleich eine Quest angehen, aber vorher möchte gerne No Way seinen Quest Reward loswerden. Ja, heute gibt's Sandkuchen. Das ist nicht wahr. Ich würde ihn ja mal essen an deiner Stelle. Ich habe nur Schrottsachen bekommen, aber echt. Ich würde ihn mal essen an deiner Stelle. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom nom. So. Das reicht dir, oder was? Nö, das ist erstmal die Hälfte voll, aber es reicht zum Überleben. Ja, dann hauen die rein, komm, dann kann ich den Sandblock gleich benutzen, das ist mir nämlich ganz recht. Es geht auf die Figur. Das merkt man bei dir auch nicht mehr. So. Stimmt, weiß macht schlank. Ja, genau, das meinte ich damit. Du hast es erfasst. Ich bin gerade dabei, dieses Crushed Iron Ore aus dem Sand zu bekommen, um diese Quest fertig zu machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich machen will, weil effektiver wäre, wenn wir jetzt erstmal den Unfired Crucible machen würden. Das würde uns nämlich erlauben, etwas, ja, wie soll ich sagen, besser damit umzugehen, an Cobblestone zu kommen. Wie das funktioniert, zeige ich euch. Auf jeden Fall bräuchten wir dafür eben 7 von diesem Porzellan-Clay und dazu brauchen wir normalen Clay und Bone Meal, also 7 Stück. Das heißt, wir brauchen 7 Clay. Wie kriegt man Clay? Dazu bräuchten wir jetzt langsamer Regen. Es hat die ganze Zeit geregnet, als wir angefangen aufzunehmen und zwischenzeitlich jetzt entschieden, das nicht mehr zu tun. Denn wir haben zwar hier oben Wasser, auch eine unendliche Quelle, was ziemlich cool ist. Allerdings keine Möglichkeit, dieses Wasser zu transportieren. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Wir können mal gucken, wie kann man denn Water schlafen gehen. Wir haben keine. Wir könnten Glasflaschen theoretisch herstellen, aber ich weiß nicht, ob man damit transportieren kann. Und die anderen Bucket-Typen, die wir alle so haben, die sind alle out of reach, wenn man so mal will. Das heißt, ja, wir müssen uns mal eine Möglichkeit suchen, wie wir das transportieren können und einfach mal hoffen, dass es vielleicht endlich mal anfängt zu regnen. Was haben wir denn hier für Biome? Wir sind hier in Plains, also jetzt nichts, wo es nicht regnen würde. Und River auch, ist eigentlich ganz okay, aber irgendwie. Ja, der Wettergott, ne? Hat sich entschieden, uns bisher keinen Regen zu schenken. Und ich glaube, es gibt gar keine andere Möglichkeit momentan, weil das wäre zwingend notwendig für das, was wir vorhaben. Deswegen bleibt mir jetzt erstmal nichts anderes übrig, als weiter aus Dreck Steine zu machen. Und wenn was Interessantes passiert, lasse ich es euch natürlich wissen. Es regnet, die Erde wird nass. Unsere Regentänze wurden endlich erhört. Und wie wir sehen können, sammelt sich jetzt in unseren Barrels schön Wasser. Das ist ja lustig. Aber jetzt höre ich die Fische nicht mehr. Blöd. Tja, ich höre irgendwie immer noch keinen Regen. Ach, ich habe mir die Ohrstöpsel reingepackt, als der Muffler noch da war. Ja, gut. Soll mir recht sein. So, jetzt brauchen wir nur noch. Wir haben nämlich gerade das riesige Problem, dass wir kein Wasser versetzen können, kein Bone Meal mehr haben, um Saplings zu machen, keine Erde mehr haben, um irgendwas zu machen. Wir kommen einfach momentan überhaupt nicht voran. Wir haben die ganze Zeit nur auf Erde gewartet, auf Regen gewartet und gefischt währenddessen, beziehungsweise da oben eine kleine Farm angelegt, die uns ja so wenigstens vor dem Hungertod gerettet hat. Aber wirklich. Hilfreich war das auch nicht und deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir jetzt endlich Regen haben. Dann ist es tatsächlich die einzige Möglichkeit, wie wir jetzt fortschreiten können. Denn wir brauchen Clay, um sowohl als auch Lava zu bekommen, wie auch einen Eimer zu machen, um endlich Wasser hin und her transportieren zu können. Wir haben hier oben eine unendliche Wasserquelle, das heißt, wir können das Wasser ja anderweitig versetzen, aber eben nicht ohne Eimer. Und dementsprechend, ja. Aber warten, bis die Dinger hier voll sind endlich. Haben wir jetzt noch einen Erdblock? Ich brauche nämlich noch einen Erdblock mindestens. Keinen Erdblock. Na, dann nimm einen von den Bäumen hier. Haben wir noch, warte mal, haben wir noch was für Kompost? Saplings oder String? Also ich könnte jetzt einen Kompost voll machen.
Ja, mach mal. Ich mache hier noch einen mit Würmern voll. Und noch einen mit Strings. Das müsste dann nämlich reichen. So. 25 Würmer. Go. Und noch 25 String, was ich total übertrieben finde übrigens. Ah ne, es ist gar nicht 25, 20 oder so. Gut, warten wir mal. So, die Barrels sind voll. Juhu, juhu, juhu. Und deswegen habe ich jetzt ja auch, ich habe nämlich, ja gut, ich kann mal kurz das hier machen. Crushed Iron Ore, das kam aus Sand. Gibt uns Iron Ore Sand, wenn ihr euch erinnert. War das die nächste Stufe hiervon. Und als nächstes brauchen wir Iron Ore Dust. Und da war ich gerade dabei, daran zu arbeiten. Aber jetzt brauchen wir unseren Sand erstmal. Denn wenn man Sand in so ein Barrel mit Wasser steckt... Hallo? Warum geht das nicht? Oder war es Dust? Es könnte sein, dass es Dust war. Wo ist der normale Dust? Da. Ah, zeigt mir nur das mit dem Schiff an. Bitte lass es Dust gewesen sein. Ja, Gott sei Dank. Gibt uns nämlich einen Clay-Block. Und mit diesem Clay-Block können wir ihn abbauen. Und dann kriegen wir normales Clay. Und mit dem Clay können wir nämlich in Verbindung mit Bone Meal. Bone Meal. Wo ist er? Terracotta-Knopf-Bucket. Genau. Muss er einfach nur mit Clay. Müssen wir gar nicht groß was machen. Wir nehmen einfach normales Clay, setzen es hier hin, kriegen einen Unfired Clay Bucket, einen nicht gebrannten Tontopf, wenn man so will. Hier sind unsere Fische. Mal kurz rausholen. Stöckchen machen. Ich brauche ein bisschen mehr Holz. So. Das Stöckchen. Und dann brennen wir den mal. Nein, das brennen wir nicht. Brennen das hier. Und hoffentlich ist in der Zwischenzeit... Und dann haben wir nämlich einen Eimer, damit können wir zumindest mal Wasser woanders hinsetzen. Das ist schon mal der Anfang. Wo ist die Erde, die da drin war? Ja, die habe ich hier außen hingesetzt, um die Farm mal kurzfristig zu erweitern. Ja, die brauche ich hier aber jetzt. Zumindest zwei davon. Ja, mal schauen, je nachdem, wie viel Stein ich bekomme. Wahrscheinlich werde ich... Ich brauche nämlich mindestens nochmal zwei Cobblestone. Ja, habe ich mir gedacht, dass ich alle drei brauche. So. Dann kann ich mir hier nochmal zwei Cobblestone machen, kann die nochmal zu Dust runterklopfen, kann mir nochmal ein bisschen Clay machen und mit dem Clay und in Verbindung mit ein bisschen Bone Meal kriegen wir nämlich jetzt gleich noch was anderes. Übrigens, wer den Eimer mal benutzen will, um oben mal ein bisschen Wasser zu versetzen an die Stelle, wo die Farm dann wirklich hin soll, kann das gerne tun. Okay, ich hole mir schon mal Holz und bereite alles vor. Ja, ist wieder fast voll. Das, Clay. Aber das machen wir erst, wenn das Zeug gewachsen ist, weil die Zeit, die das jetzt gewachsen ist, das wäre verschwendet. So, jetzt nehmen wir hier uns ein bisschen Knochenmehl, um genau zu sein, brauche ich 7 Stück. So, ist ja nicht der Tisch da, genau. Jetzt kombinieren wir das miteinander, dann kriegen wir hier dieses Porzellan-Lehm. Und damit können wir jetzt einen nicht gebrannten Crucible herstellen. Unseren Eimer. Dann brennen wir mal diesen Crucible. Dann brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Naja, wir nehmen Holzkohle. Und brennen noch ein bisschen Holz. So, jetzt haben wir einen Unfired Crucible. Jetzt brauchen wir uns noch ein bisschen Holz zusammen. Und leider sind wir jetzt noch nicht wieder komplett aus dem Regen raus, denn bis zu dem nächsten Schritt, den wir brauchen, ist es dann leider doch noch ein klein wenig, denn was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir nehmen jetzt nämlich diesen Crucible und ja, stellen ihn hier in die Ecke. Da regnet es nicht, das ist okay. Da so, kommt's Wasser rein, oh. Aha. Das wird, die müssen halt durch Erde ersetzt Fackel werden. Runter. Ja, nee, ist klar. Und, ja, schön verkackt. Hier, so.
Und was man jetzt machen kann, jetzt haben wir hier ein Crucible, in dem wir was brennen können. Was können wir da drin brennen? Ja, etwas, was wir momentan nicht haben, was natürlich sehr unpraktisch ist. Das heißt, wir müssen irgendwie noch ein bisschen was kompostieren. Was können wir denn noch kompostieren? Was haben wir denn noch? Haben wir zwischenzeitlich mal wieder ein paar Saplings bekommen? Vier Stück. Vier Stück nur? Na, das ist ja nicht gerade viel. Das ist ja nicht gerade viel. Ja, schade. Müssen wir da wohl noch ein bisschen warten. Denn was wir jetzt brauchen, ist Cobblestone. Ich glaube nicht, dass Slabs funktionieren. Wir können es mal ausprobieren. Ne, habe ich mir nämlich gedacht. Jetzt brauchen wir ein paar Stückchen Cobblestone. Da kommen wir jetzt nicht drum herum. Ich überlege gerade, ob ich die Erde hier entferne. Aber, naja. Wir können erstmal mit dem Clay Bucket Wasser holen gehen. So. Oh, Fish Jerky habe ich gekriegt. Leute. Sei doch froh. Ja, wenigstens was zu essen. Genau. Wieso, hast du noch was einreichen können, oder was? Ja, ja. Wo ist denn meine eine Quest, die ich noch claimen kann? So, ich habe jetzt 12 Saplings. Ja. Ich kann dir einmal Erde machen. Melting Stone. Schlafen. Ja, genau. Und ein Slab Furnace haben wir noch bekommen. Sehr schön. Dann können wir mal hier den Quest Reward claimen. Oh, toll. Ich habe ein Sword of Splintering bekommen. Kannst überhaupt du... mal ein Schwert ist nicht schlecht. No way, schlafen. Sekunde. Nö, lass ruhig. Was ist doch egal. Spawnen können sie eh nicht. Ist alles beleuchtet. Mit den komischen Glowstone-Looks. Stimmt. So gesehen. Ja, ein bisschen blöd, ne? Warte mal, vielleicht kann ich mit 20 String noch eins machen. Tag ist eh besser. Nee, 20 String reichen leider nicht. Muss noch ein bisschen mehr holen. 25, glaube ich, brauchen wir. Oh, wir haben keine String mehr. Kann ich String und Saplings mischen? Nee, ich glaube nicht. Aber wir haben keinen String mehr. Warum haben wir keinen String mehr? Hat jemand von euch noch String in der Tasche? Nein. Na super. Dann sollten wir auf jeden Fall mal wieder die Bäume alle wachsen lassen und einen Silkworm reinplatzieren. Ey, unsere Baumfarm, die ist ja hier. Die streikt. Verdammt. Ja, lass mal, was machst du denn? Achso, stimmt, du wolltest Silkworm. Ich hab's verstanden. Ja, ich werde mal ein bisschen was von unserem Knochenmehl noch benutzen. Weil, wenn wir das dann jetzt fertig haben, dann brauchen wir so schnell gar nicht mal mehr was. Dann können wir mit dem Cobblestone, den wir endlich haben. Ja, verdammt, das war's. Kein Knochenmehl mehr für uns. Okay, dann müssen wir das jetzt mal weiß werden lassen und dann hoffen wir, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen Erde bekommen. Beziehungsweise ich klaue mir einfach ein bisschen Erde irgendwo und fülle die dann später wieder auf, weil wenn wir die Erde nämlich haben, dann, oder beziehungsweise wenn wir den Cobblestone endlich haben, den wir brauchen, dann können wir unendlich Cobblestone produzieren und das bedeutet dann, dass wir die Erde für nichts mehr anderes benutzen müssen als für Farmen. Und das wäre natürlich wünschenswert. Na toll, natürlich nur 3 Steine rausbekommen. Na ja, klar. Ja, das müsst ihr euch allerdings nicht mit anschauen. Wie gesagt, wir langweilen uns hier gerade ein bisschen und warten drauf, dass das vorangeht. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich wollte euch das Experiment hier nicht zeigen, aber wir haben hier jetzt endlich Lava und Wasser und damit ein Cobblegen. Also der Block sitzt hier. Das gefiel mir allerdings hier tatsächlich besser. Okay. Lass mich das mal hier wieder abblocken. Das hat mich irgendwie... Weiß nicht, das war vorhin besser. Das lief da. Was man zu beachten hat, ich musste noch einen zweiten Eimer noch bauen. Denn... Genau, so wollte ich das. Kann ich mich hier jetzt hier in die Ecke stellen? Na toll, jetzt bin ich unter Wasser, echt. Das ist ja dämlich. Naja, auf jeden Fall funktioniert das. Ich wollte euch jetzt kurz was zeigen. Wie sind wir dazu gekommen? Also erstens muss ich mir einen zweiten Bucket machen, denn wir haben in diesem
Crucible hier unseren Cobblestone geschmolzen. Das wird dann tatsächlich zu Lava irgendwann und dann kann man das mit einem Clay Bucket transportieren. Das Problem ist, wenn man Lava in einen Clay Bucket packt, dann geht dieser dabei kaputt. Also ich kann es einmal transportieren und dann nie wieder. Deswegen liegt das momentan da. Ich versetze es vielleicht später noch, aber jetzt erstmal nicht, weil jetzt haben wir erstmal 10 Cobblestone. Und das ist noch nicht mal ansatzweise genug für all das, was wir jetzt brauchen. Deswegen werde ich jetzt hier wahrscheinlich die nächste Zeit erstmal ein bisschen Cobblestone einhacken. Und was dann ganz weit oben auf unserer Liste steht, ist eine neue, eine Mob-Farm zu bauen. So dass wir mehr Knochenmehl bekommen und verrottetes Fleisch, um leichter an Erde zu kommen, um unsere Bäume besser wachsen zu lassen, um leichter an Erde zu kommen, um dann eine Gemüsefarm zu machen, um nicht zu verhungern. Das ist momentan der Plan. Und den werden wir wahrscheinlich genauso auch verfolgen, wenn hier nicht allzu viel Cobblestone die ganze Zeit wegfällt. Die einzige kleine Änderung, die ich jetzt halt noch vornehmen werde, ist... Eigentlich könnte ich das anderweitig machen. Ah, wie weit bist du denn da hinten? Naja, ihr seht, hier haben wir jetzt Lava und wie kann man nochmal einen Screenshot machen? Ich glaube F12. Sie können hier nochmal ein bisschen Lava reinlegen, um das noch ein bisschen voller zu machen. Aber wir könnten das jetzt transportieren und unten drunter packen und dann würde das Ganze hier schneller gehen, aber eigentlich brauche ich mir das momentan nicht. Deswegen... Ja, folgt jetzt der langweilige Teil, den jeder kennt, der schon mal Skyblock gespielt hat. Und abgesehen davon ist hier das auch nicht der ideale Cobblegen, aber da wir bisher jetzt halt nicht die Möglichkeit hatten, groß irgendwie anders... also wir hatten ja keinen Cobblestone, um die da irgendwie reinfließen zu lassen oder so, deswegen haben wir das jetzt eben so gemacht, wie wir es gemacht haben. Und ja, ich könnte da unten eine Half-Step hinpacken. Wo zur Hölle packt er seine Screenshots hin? Dann fließt das hier zwar drüber, ist mir aber nicht egal. Dann könnte ich hier und hier. Ha! Genau, das kann ich hier stehen, ohne dass es mich wegdrückt und ohne dass ich unter Wasser bin. Oh, da sind wir ein bisschen weit vor. Das ist aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, gut, die Half-Step, da muss doch wieder weg. Verdammt, naja, egal. Irgendwie so in der Art werden wir das schon noch hinbekommen, einen halbwegs gescheiten Cobblegen zu bauen, der nicht ganz so viel von dem Cobblestone auch auffuttert. Wir können... Wie viel Cobblestone hast du? 30. Und tatsächlich ist es gar nicht so schlimm, weil wir hier drüben ja immer noch genug Lava hätten, um beispielsweise nochmal neu anzufangen. Also, das größte Problem, Baumaterialien, die... leicht und persistent sind, haben wir damit gelöst und ja, jetzt kommt der, wie sagt man, interessante Teil. So. Ja, viel hat es nicht getan, abgesehen davon, dass wir jetzt hier den Koppelgenerator ein bisschen umgebaut haben, so dass zwei Leute gleichzeitig dann arbeiten können und da könnte manchmal ein bisschen Cobblestone auffüllen. Ich meine 4 Pulverized Iron Ore mittlerweile habe. Was bedeutet, dass wir diese Quest abgeben können? Endlich. Claim Reward. So, als nächstes haben wir dann I'm Smelton. Wir haben Fungus Among Us. Muss mal gucken, ob wir schon Ancient Spores haben. Wenn nicht, müssen wir das noch machen. Ich glaube, wir haben auch schon das Sugarcane Seeds irgendwo bekommen. Das heißt, wir könnten auch Papier langsam machen. Aber ansonsten haben wir hier ganz klar die Mob-Farm als nächstes. Und Potion Flask. Was kann denn die denn? Keine Ahnung. Ich habe schon wieder einen Rain Muffler bekommen, das ist unfair. Echt? Ja. Ah, ja. Jetzt haben wir 2 Rain Mufflers. Super. Ja, und da werden wir dran arbeiten. Ihr seht, Hell's Kitchen ist mittlerweile auch offen. Das heißt, wir könnten theoretisch auch mal... Oh, ich habe einen Sugarcane Seed Sachen bekommen. ...arbeiten, aber... Oder auch Bees and Trees, Fodder Hoarding und so weiter. Ich würde also sagen, wir machen erstmal mit Learning Skyblock weiter. Denn das hier ist auf jeden Fall eine Sache, die wir jetzt brauchen. Mary the Butcher. Und... in der Zwischenzeit schauen wir, dass wir jetzt dann wieder unsere ganze Erde zurückbekommen. Die wir vorher... unnötig zerstört haben, denn ja, eine gescheite Farm ist sicherlich auch mal eine Sache, die nicht zu unterschätzen ist.
weiß gar nicht, ob man Erde später automatisieren kann. Wir können auf jeden Fall das Rotten Flesh kompostieren, aber ob man das einfach so automatisieren kann, ist eine andere Sache. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall könnten wir jetzt erstmal ein bisschen Eisen brennen, denn davon haben wir jetzt eigentlich genug. Wie groß sollen die Plattformen sein? 5x5 oder 3x3? Was für eine Plattform? Und so, für einen Mobs bauen. Ich gehe in die Richtung hier. Du musst einen Turm bauen. Turm 8x8 oben auf der Seite? Nein, ich will erstmal ziemlich weit weg von unserer Basis gehen. Ich glaube, dann bin ich falsch. Ja, du kannst in die Richtung da gehen. Hier noch. Ja, ich gehe in die Richtung. Ich glaube, das ist besser. Nee, doch in die Richtung. Du könntest in die Richtung aber trotzdem mal eine Plattform rausbauen, dass wir mal ein bisschen passive Mobs bekommen, also Schafe und Kühe und sowas. Dass wir da, aua, Erde hinsetzen können. So, wie viele Saplings? 4 Saplings. Das reicht aber, um das Fass hier voll zu machen. So. Okay. Gut, ja, ihr seht, es zieht sich gerade ein bisschen. Oh nein, jetzt habe ich vergessen, einen neuen Sapling zu setzen. Egal. Und dementsprechend, ja, ne? Okay, gut, bleibt mir ja nichts anderes übrig, als zu sagen, bis gleich. So, meine Freunde, ich bin hier gerade dabei, den Mobspawner zu bauen. Ich wollte euch mal die Macht der Bratpfanne demonstrieren. Was ist das denn? Sind das Aura Nodes? Sieht ja komisch aus. Wir, ja, wie gesagt, Mobspawner, ne? Schönes Ding. Mal schauen, was mich oben erwartet. Ich hier reinkomme. Ein Creeper, natürlich. Blöder Creeper. Was sind das für kleine Bobbel? Sind so. Sind die von Thorncraft oder? Keine Ahnung. Nein, sind das fliegende Teile? Ah, jetzt habe ich vergessen. Oh, ich depp. Das sind Wisps. Denen soll es aus dem Weg gehen. Nee, nee. Ich habe vergessen, die. Blöd. Naja. Vergessen, meinen Cobblestone mitzunehmen hier hoch, indem ich eigentlich gerade arbeiten wollte. Das wird der Zugang hierzu werden. Und hier geht's aufs Dach. Die Spinne, die gerade eben war, hat sich auch entschieden, nicht da zu bleiben. So. Hier rein muss auf jeden Fall auch eine Fackel. Und dann können wir eigentlich hier schon mal eine setzen. Ach ja, dann halt wieder nach unten. Vergessen, Cobblestone mitzunehmen. Wir haben nämlich was Schönes in der Zwischenzeit bekommen. Wir haben uns von unserem Cobblegen verabschiedet. Sieht doch schön aus von hier aus. Das kleine Häuschen mit der Baumfarm. Oh, da drinnen hat's Zeug. Hol ich mir noch mal raus. Ha, schau mal an. Ein paar Knochen. Könnt ihr benutzen, um die Karottenfarm in Gang zu bringen. Juhu! Ja, ich hab gleich einen Sprinkler am Laufen. Ja, aber du brauchst noch den Aqueous Accumulator dazu. Ja, den baue ich zuerst. Hier hast du zwei Knochen. Kannst du auch haben, das auch. Und das von mir so. Ja, ihr seht, wir sind fleißig dabei, sowohl Erze zu verarbeiten, als auch unsere Farm zu erweitern mit jeder Menge Karotten. Und wir haben das gute Teil, ein Igneous Extruder, der uns mit Cobblestone versorgt, dank Lava und Wasser, die unendlich sind. Hier müssen wir auffüllen. So. Das ist sehr angenehm. Das könnt ihr aber mal glauben. Fein hat den schnell zusammengebaut. Ich zeige euch mal, wie das geht. Also ist er noch offen. Ist einfach ein Piston mit einem Machine Frame und einem Pneumatic Servo sowie Tin Ingots und Glas. Glas, klar, kein Problem. Zinn kriegen wir genauso wie Eisen. Habe ich das jetzt eigentlich schon gezeigt? Ich weiß gar nicht. Ich habe nämlich auch zwei Hopper hier unter unseren alten Cobble Gem gebaut. Im Prinzip ist es so, ihr bekommt aus Gravel, bekommt ihr diese Broken Iron Ores. Aus Sand bekommt ihr diese Sachen hier, diese Crushed Sachen, da haben wir jetzt gerade keinen Crushed. Und aus dem Dust bekommt ihr Pulverized Ores. Und diese normalen Broken Ores könnt ihr eben vier vereinigen und dann bekommt ihr dieses Iron Ore Gravel. Das könnt ihr entweder direkt brennen, bekommt dann ein Eisen Ingot oder was viel besser ist, ihr geht her, legt das irgendwo hin, haut nochmal mit dem Hammer drauf und jetzt ist eben die Chance da, dass ihr eben nicht nur wieder 4 Crushed Iron Ore bekommt, sondern wie ihr jetzt hier gesehen habt, 5. Und so geht es dann weiter, nimmt das Crushed Iron Ore, verbinde das, macht das nochmal und jetzt hat man eben die Chance auf mehr als 4 Pulverized Iron Ore.
In dem Fall jetzt nicht. Und dann kombiniert man die vier einfach wieder zusammen, bekommt einen Iron or Dust, schmeißt den hier in den Ofen, oder auch nicht, Tin or Dust, ja, dann packe ich das hier einfach in die Truhe, wird schon irgendwie schmelzen. Und ja, fertig ist die Sache. Ich glaube, Leitern brauche ich nicht mehr, Leitern bin ich soweit durch. Und das ist für mich praktisch. Auf die Art und Weise kommt man eben an jetzt alle Erze, die es gibt. Einen anderen Weg gibt es natürlich nicht. Man kann ja kein Quarry aufbauen oder irgendwie sonst was. Dementsprechend ist das die einzige Möglichkeit und das werden wir jetzt in Zukunft auf jeden Fall noch irgendwie automatisieren. Mal schauen, wie wir das genau anmachen. Und daraus ist das sozusagen die Grundlage für die ganze Skyblock-Geschichte hier. Und das finde ich persönlich zum Beispiel schon wesentlich interessanter als die alten Skyblock-Kartenlösungen, denn da war ja immer das Problem, dass man im Prinzip irgendwann halt nicht weitermachen konnte. Man konnte alles machen, was man eben aus Cobblestone und Holz machen kann und allen so normal nachwachsenden Ressourcen. Dafür war das aber auch natürlich Vanilla Minecraft und ohne Mods. Und ja, Feed the Beast war jetzt so ähnlich wie das hier, aber eben doch um einiges anders. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich auf diese Mod hier aufmerksam geworden bin. Und das macht auch Spaß, muss ich sagen. Wesentlich mehr als das, was ich bisher immer gemacht habe. Denn ich habe natürlich auch den Stress nicht, den man sonst hat. Und das ist doch schon um einiges angenehmer. So, wer weiß, wie eine Mobfalle aussieht, der wird sich hier nicht wundern, was ich gerade tue. Alle anderen, die müssen einfach noch einen Augenblick warten. Ich zeige es dann nochmal. Und ja, ich mache das jetzt hier auch noch zu, dass jetzt erstmal niemand runterfällt, vor allem ich nicht. Nur mal zur Abgrenzung halt schon mal die ganzen Kanten gesetzt, damit man weiß, wo dann alles langläuft. So, immer schön die Shift-Taste festtackern, damit man hier auch ja nicht runterfällt, denn das wäre sicherlich unangenehm. Wobei ich jetzt nicht wirklich irgendwas Wichtiges dabei habe. Auch dieses Questbuch kann man ganz einfach wiederherstellen. Guckt, nehmt einfach ein normales Buch und ein bisschen String. Oder nur String sogar und könnt dann das Questbuch wiederbekommen. Also ist jetzt nicht so der Act. So. Okay. Naja, ich werde hier ein bisschen weiter bauen und wenn was Interessantes passiert, ihr seid die Ersten dieser Fahrt, ne? So, ne? Ist fertig. Wunderbar. So, dann machen wir hier den Holzblock weg. Hier mal rein. Ganz wagemutig. Einmal kurz durchlaufen und wieder raus. So. Und machen hier Steinchen hin. Denn tatsächlich ist es so, dass ein paar der Gegner das überleben. Und zwar spezifisch die Thorncraft-Zombies und die komischen Special-Mob von Thorncraft. Das bedeutet, ja, dass wir uns da nochmal ein bisschen was angucken müssen. Vor allem interessant ist natürlich auch, von der Höhe her müsste es so sein, dass wenn wir da noch eine Ebene reinziehen, die Gegner das mit gerade ein paar Lebenspunkten überleben sollten, so dass man sie einfach mit der Hand hauen kann. Wenn sie natürlich nicht gerade vom Rand fallen, wie man sehen kann. Ui. Dann kann man sie sich einfach mit der Hand umklatschen. Und gut ist die Sache. Aber aktuell wollen wir das nicht. Deswegen lassen wir das aktuell mal so, wie es ist. Sollen die da ruhig runterfallen? Au, 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 au. Au, ah, Mann. Ich will doch bloß das Zeug. So, Tütze. Klappe zu, aber tot. Wir können die Quest abgeben, auf jeden Fall, die wir offen hatten. Denn, ja, mein Gast ist mit, kein Problem. Ich nehme die linken Flas, keine Ahnung, ob jemand was anderes nehmen will. Ich nehme die rechte. Und die nächste, den halt, dass wir Spawn Chicken und Spawn Squid Eier uns holen, das ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Denn, oh, ich habe einen Diamond Hammer bekommen. Nice reward. Spawn Chicken sind nämlich einfach nur 9 Pfeile und Spawn Squid
nämlich einfach nur ein Ei, was man ja dann hat, wenn man einen Chicken gespawnt hat, mit Fishing Rods umgeben. Was wir uns jetzt allerdings noch angucken müssen, ist, wie wir natürlich die Items hier rausbekommen, denn aktuell... Ja, würden die hier einfach nur alles zumüllen. Und ja, ich muss mal was essen gehen. Ich bin nämlich gerade kurz davor zu verhungern. Und das Schöne ist, wir haben jetzt jede Menge Knochen und jede Menge Rotten Flesh, sodass wir ohne Probleme erstens uns Erde machen können. Dann Rotten Flesh kann man wunderbar in Dirt umwandeln. Und aus den Knochen können wir uns, ja vielleicht nicht aus allen, aus der Hälfte, können wir uns wunderbar Bone Meal machen und einfach hier unsere Farm ein bisschen begatten. Oh, du wolltest was essen, ja? So, dass wir jede Menge Karotten haben. Ja, jetzt haben wir schon ganz schön viele Karotten. Und mit der Erde werden wir jetzt hier die Farm fertig machen, so dass die... mal 9 groß ist und noch ordentlich einzäunen. Und ja, das einzige Problem, was ich jetzt habe, was ich sehe, ist, dass wir da hinten halt jetzt mittlerweile so viele Entities rumfliegen haben, dass wir uns überlegen müssen, wie wir die wieder aus der Welt bekommen, weil das Ding, das hört natürlich jetzt aktuell nicht auf. Das wird jetzt fleißig weiterarbeiten. So. Okay. Na, ich sehe schon. Unser ganze Geschichte mit den Bäumen können wir uns jetzt mittlerweile sparen. Das ist wohl nicht mehr notwendig. Und ja, hier haben wir noch ein Safari-Netz. It is a mystery, single-use. Da ist irgendwas drin, was auch immer. Keine Ahnung. Das verändert sich laufend. Nicht sehr angenehm, ich traue der Sache nicht. Wie geil, der Hammer hat Fortune 3. Dann würde ich ihn vielleicht nicht für den Kobbel benutzen, sondern für die fertigen... Nein, das ist so ein Hammer zum Siften. Ja, genau, sag ich doch. Dann würde ich ihn eher für die fertigen... Also, wenn du die Erze hinsetzt und sie dann nochmal kleiner machst, dann haben sie ja eine Chance, dass mehrere dabei rauskommen. Ah, dafür würde ich ihn benutzen. Du hast recht. So. Machen wir uns mal ein paar Chicken-Eier. Wir brauchen mal irgendwie so einen kleinen Stall oder sowas für ein paar Hühner. Wollen wir uns irgendwo mal einbauen. Vielleicht hier vorne. Da, die Richtung. Und außerdem müssen wir dann auch irgendwann mal noch so einen Passive-Spawn-Bereich für normale Mobs bauen. Für ein paar Kühe oder ein paar Schafe oder sowas. Mal schauen. Ja, aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall genug für diese Folge. Und so wie es aussieht, auch erstmal für unsere erste Aufnahmesession. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Lasst mir Feedback da, sagt mir, was ihr so davon haltet, was ich irgendwie ändern soll oder nicht, oder keine Ahnung. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und tschüss.